Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer EAFC 24 Spielerkarriere mit Vasco Feliciano. Heute geht es weiter nach einer letzten Folge, in der wir zwar ein erstes Mal El Clasico spielen durften, aber uns auch für 3 Monate mit einem gebrochenen Zeh verabschieden mussten. Geht es heute wieder auf den Fußballplatz für uns. Wir starten heute rein in der Liga gegen Saragossa. Die sind letzter mit gerade einmal 5 Punkten, kommen hier 10 Minuten vor dem Ende rein und es steht auch schon 2:0 für unsere Mannschaft. Weiterhin in dieser Folge wird es dann auch noch reingehen gegen Leverkusen ins Champions League Achtelfinal Hinspiel. Also das wird auch recht spannend werden und mal gucken, ob wir hier gleich die Chance haben, bei unserem Comeback ein Tor zu erzielen. Nach wie vor haben wir ganze 10 Punkte Rückstand auf Barcelona, die aktuell Erster sind. Wir sind Zweiter und wird schwierig, die in dieser Saison nochmal einzuholen. Achtelfinale in der Champions League steht an und das Halbfinal-Hinspiel im spanischen Pokal steht ebenfalls an. Also mal gucken. Heute verspricht auf jeden Fall spannend zu werden. Gerne natürlich auch heute wieder einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr das Projekt hier nach wie vor supportet. Ansonsten lohnt sich das Abo aktuell doppelt und dreifach. Dreifach ist das richtige Stichwort, denn morgen soll es losgehen. Die dritte Karriere soll starten mit Liverpool. Also Abo da lassen, Glocke aktivieren, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn das Video online kommt. Um 14 Uhr soll das der Fall sein. Und ich freue mich sehr drauf, wird sehr cool. Ihr habt dafür abgestimmt, ich habe richtig Bock auf Liverpool und glaube, das wird ein sehr, sehr cooles Projekt. Und da soll es dann morgen eben reingehen, bedeutet ab sofort dann auch wieder, Dreier-Rhythmus mit HSV-Karriere und Spielerkarriere. Alle 3 Tage kommt Spielerkarriere und zwischendurch durchaus auch mal die ein oder andere Sprint to Glory. Da kam jetzt am Samstag das erste Video mal wieder nach längerer Zeit, ein One-Season-Wonder, sehr, sehr cooles Projekt. Wer das noch nicht gesehen haben sollte, wo wir auch unter anderem ein Jahr bei Real Madrid unterwegs sind, der sollte das auf jeden Fall sich mal reinziehen. Und jetzt fokussieren wir uns aber hier voll auf die Karriere, denn wir wollen uns natürlich in dieser Folge möglichst schnell zurück in die Startelf spielen. Kann sein, dass die Folge etwas kürzer wird, denn vielleicht werden wir heute größtenteils nur Joker-Einsätze bekommen. Hier und heute wird wohl nicht mehr viel passieren, denn es läuft bereits die 1 Minute Nachspielzeit, die es gibt. Vielleicht hier noch eine Gelegenheit für uns, den Ball nach vorne zu tragen, aber dann gegen 4 auch sehr optimistisch. Das erste Spiel nach langer Verletzung war jetzt noch nicht gerade spektakulär. Den Pflichtsieg nehmen wir aber mit, 2:0, konnten jetzt nicht viel dazu beitragen, sind aber erstmal froh, überhaupt wieder auf dem Feld zu stehen. Gleich im Anschluss geht es jetzt dann rein ins Halbfinal-Hinspiel gegen Real Sociedad. Gibt ja dann auch noch ein Rückspiel, das gibt es in der nächsten Folge. Gucken jetzt erstmal auf die Ligatabelle. Barca hat auch gewinnen können, somit bleibt es bei 10 Punkten, die wir hinterher sind. Also die Meisterschaft noch zu holen in diesem Jahr wird super, super schwierig. 2 weitere Partien in der Liga stehen für heute auf dem Zettel und dann eben Leverkusen. Und die nächste Folge beginnen wir dann wieder mit dem El Clasico, werden dort das Rückspiel spielen, wahrscheinlich auch Leverkusen Rückspiel. Also viel, viel zu tun auf jeden Fall in der kommenden Zeit. Heute müssen wir mal gucken, wie viel wir davon in der Startelf erleben werden. Wir sind mittlerweile Level 37 haben wir gepackt, dadurch haben wir 4 weitere Skillpunkte, die ich jetzt aber noch nicht einsetzen werde. Wenn wir die einsetzen, wollen wir die fürs Passen investieren. Allerdings jetzt direkt nach einer Verletzung finde ich das ein bisschen seltsam, sollten wir uns dann jetzt hier im Rating verbessern. Das ist irgendwie, glaube ich, nicht so wirklich sinnvoll. Deshalb werden wir die uns erstmal aufsparen. Wenn wir dann wieder gut in Form sind, dann werden wir die Punkte auch nutzen. Und jetzt gehen wir rein gegen Real Sociedad. Wie zu erwarten war, kommen wir auch heute nur von der Bank, müssen uns halt langsam wieder rantasten an die erste Mannschaft, an die Startelf und natürlich auch an Spielzeit, dem Körper ein bisschen Zeit geben. 3 Monate ist keine kurze Zeit. Kommen rein, außer jetzt das ganze Jahr hier heute 0:0 noch der Stand und noch 15 Minuten zu gehen. Den Ball hätte ich gerne reingemacht, aber der Verteidiger ist davor. Da kommt der Ball zu uns und wir hauen ihn einfach mal Richtung Tor. Leider aber nicht aufs Tor. Gute Chance jetzt hier für die Heimmannschaft. Thibaut Courtois ist aber zur Stelle. 8 Minuten noch auf der Uhr. Und der Ball kommt nochmal zu uns. Ersten Verteidiger vorbei, am zweiten auch. Das ist eine starke Aktion und dann kriegen wir uns nicht vom Ball getrennt. Ich wollte gerade rüberspielen, aber der Verteidiger stört uns zu sehr. Das wäre eine Riesenchance gewesen. Xavi Simons, nochmal ein guter Ballgewinn.
Fontan mit dem langen Ball auf uns. Wir kriegen den auch kontrolliert. Schließen dann ab. Volles Risiko mit links. Vielleicht etwas zu viel Risiko. Ja, das ist jetzt hier nochmal die Chance. Aber hier der Militao vereitelt diese. Und damit wird das hier wohl mit 0:0 zu Ende gehen. Warum Thibaut Courtois den so kacke nochmal rausspielen muss, weiß ich nicht. Aber das war's. Hinspiel also 0:0. Es wird sich in der nächsten Folge im Rückspiel dann im Estadio Santiago Bernabeu, also bei uns zu Hause, entscheiden, wer ins Finale des spanischen Pokals einziehen wird. Leider machen wir aktuell kaum Fortschritte im Sinne der Startformation. Umso kürzer wird die Folge leider. Das finde ich halt so ein bisschen schade. Aber ich möchte halt jetzt nicht auch in dieser Folge schon das El Clasico spielen, da bin ich ganz ehrlich. Weil sonst hätten wir zwei Folgen hintereinander El Clasico. Das finde ich dann doch irgendwie ein bisschen unschön. Stattdessen kommen wir rein wieder einmal ziemlich spät. 10 Minuten nur noch auf der Uhr gegen ein weiteres Kellerkind, gegen Rayo Vallecano. Und das ist hier eine sehr gute Möglichkeit. Wir führen auch schon 2:0. Für uns ein paar Punkte auf Barca gut zu machen, denn Barca hat nur unentschieden gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht gegen wen, aber auf jeden Fall haben sie nur einen Punkt geholt an diesem Spieltag. Super Dribbling von uns, aber der Torhüter verhindert unser Comeback-Tor. Anschließende Ecke, Camavinga, die ist es leider nicht. Zweiter Ball kriegen wir auch nicht. Jetzt nochmal die Gelegenheit für uns hier auf der Außenbahn und dann kriegen wir keine Torbeteiligung dafür, aber immerhin leiten wir das Tor ein. Ich weiß gar nicht, wer ist das? Unser Kader ist ja mittlerweile so dünn, dass irgendwelche random Jugendspieler spielen, beispielsweise Noel ist mittlerweile, Digga, Noel, wie kann man so, das ist so ein scheiß Name, sie sprechen auch scheiße aus, aber Noel, ist das ein hässlicher Name, tut mir leid, also an alle, die Noel heißen, sorry, kein schöner Name, sucht euch einen Spitznamen, kann ich euch nur empfehlen. Noel, Alter. Der ist heute unser Sturmpartner hier auch und hat uns ja auch zeitweise, als wir verletzt waren, ersetzen müssen vorne im Sturm. Also, ja, macht hier aber halt eine Bude. Einen schönen Tap-In. Ja, jetzt kommt Rayo nochmal nach vorne, Jungs. Ah, somit die letzte Aktion in dieser Partie, in der wir wieder ohne direkte Torbeteiligung bleiben. Ja, die Ecke hier für Vallecano, aber das können wir dann noch klären. Und dann war's das. Wir machen 2 Punkte gut auf Barcelona. Das ist die beste Nachricht, die es heute hier gibt. Für uns persönlich nach wie vor noch nicht der große Durchbruch wieder in Richtung Startelf, aber es war auf jeden Fall schon mal besser als die Spiele zuvor. Ja, und das scheint auch der Trainer so zu sehen. Immerhin ein wenig kommen wir wieder näher der Startformation. Ja, es könnte gerade so reichen, glaube ich, dass es... Ja, Leverkusen wird super schwer, also... Das wird hier eine saukurze Folge, Jungs. Auch gegen Getafe, also nur Joker. Ey, ich bin echt gespannt. Die Folge wird 20 Minuten, wenn es gut aussieht. Also maximal. Also, ja. Ihr seid es nicht gewohnt von mir, so kurze Folgen. Aber das wird hier heute sich nicht verhindern lassen. Das sind ja auch entspannte Ziele. Ja, toll. Naja, immerhin haben wir dafür heute 30 Minuten Zeit. Zu Hause das Ganze gegen Getafe. Die sind, weiß ich gar nicht wo in der Tabelle, aber auf jeden Fall liegen sie schon 1:0 zurück. Das ist schon mal gut. Okay, war wohl kein Foul, aber es geht weiter. Es muss ein Foul gewesen sein, es wird Vorteil angezeigt. Hat ja sonst auch den Freischuss genommen, aber Valverde hätte ihn noch einfach reinmachen können. Hat er aber leider nicht und wir können nicht mehr dribbeln, das ist echt krass. Xavi Simons, Foton, ja. Ne, wir können echt null dribbeln, also es war auch eine scheiß Situation da jetzt, dieser Ball, aber das ist schwierig ohne Dribbelfähigkeiten. Jetzt der gute lange Ball auf uns, den müssen wir reinbringen, Mann. Ich habe sowas von kein Selbstvertrauen, ne? Ey, wenn wir hier nicht aus einer Verletzung kommen, Digga, dann nehme ich da den letzten Verteidiger auseinander. Mario Götze kommt jetzt bei Getafe und schweißt das Ding da rein. Und so verkacke ich einfach so kläglich. Das ist wirklich, ja, sehr, sehr traurig. Das gibt auch keine Vorlage, weil der Typ auf der Linie den noch hält. So, jetzt der Ball. Fontan, Xavi Simons. Wieder leiten wir ein Tor ein. Können uns aber nichts davon kaufen im Sinne, ja, der Startformation. Dennoch freut es mich für die Jungs, aber ja, ich hätte sehr, sehr, sehr viel lieber selbst ein Tor geschossen oder wenigstens eine Vorlage. Auch Getafe spielt jetzt hier nochmal mit, 12 Minuten noch auf der Uhr. Ich hoffe wirklich, dass wir noch unser Tor bekommen, aber
Ja, mir fehlt halt wirklich jegliches Selbstvertrauen. Das ist echt krass. Jetzt können wir hier mal ein paar Verteidigern vorbeilaufen, aber da sind immer noch 4 Stück, die zwischen uns und dem gegnerischen Tor stehen. Und dann spielen wir so einen grottenschlechten Pass. Nochmal die Chance. Ja, und auch den direkt in den Gegenspieler hinein. Das ist wirklich heftig. Wir kommen einfach nicht mehr richtig rein. Aber der war sowas von drin. Valverde mit einem Strahl, der sich sehen lässt. Und dafür kriegen wir jetzt unsere Vorarbeit. Keine, auf die ich sonderlich stolz bin, aber der Powershot von unserem Kapitän, der lässt sich sehen. Solche Tore würde ich auch gerne mal wieder schießen, aber ich habe das Gefühl, davon sind wir aktuell weit, weit entfernt. Ja, aber tolles Tor auf jeden Fall von Fede Valverde. Ein paar Minuten vor dem Ende nochmal eine Chance für Getafe hier, den Ehrentreffer zu erzielen. Thibaut fängt das Ding ab. Vielleicht gibt es ja noch eine Chance für uns. Gerade sieht es aber nicht danach aus. Letzte Minuten laufen und Getafe hat den Ball in unserer Hälfte. Und das spielen sie jetzt hier auch nochmal gut aus. Dann steht einer im Weg. Courtois spielt den flach. Okay, aber wir gehen nochmal vorbei am ersten. Wir können nicht mehr dribbeln. Wir haben keine Chance mehr im Dribbling. Das ist echt an Traurigkeit kaum zu überbieten. Aber das ist aktuell die Realität. Vielleicht noch eine letzte Aktion. Wo spielst du den Ball hin, Xavi Simmons? Ey, das ist so frustrierend. Wieso spielt er nicht einfach einen Steilpass in die Tiefe? Den erlaufen wir zu 1 Milliarde Prozent. Stattdessen spielt er ihn direkt den Getafe-Spieler in die Füße. Ja, ich bin absolut unzufrieden, obwohl wir hier 3-0 gewinnen. Denn wir sind gerade ganz, ganz weit von dem Level entfernt, wo wir vor der Verletzung waren. Und jetzt haben wir nur noch ein Spiel gegen Leverkusen und es würde mich wundern, wenn wir dort starten. Immerhin, die Mannschaft ist glücklich über den erneuten Erfolg. Das ist gut. Ja, das war nämlich auch nicht immer so, dass wir solche Spiele dann jetzt auch hier wieder einige in Folge gewonnen haben. Aber Barca bleibt weit weg. Noch hat Barca nicht gespielt. Vielleicht lassen sie ja was liegen. Und wir gehen jetzt schon rein ins letzte Spiel für diese kurze, kurze Folge. Aber wie gesagt, tut mir leid, aber es passt sonst anders nicht rein, finde ich. Sonst ist es halt echt uncool, wenn wir in der einen Folge gegen Barca spielen und jetzt dann an dieser hier schon wieder. Das machen wir in der nächsten Folge und für Leverkusen haben wir jetzt eine Mission, ein sehr gutes Spiel zu zeigen. Egal, wenn wir nur als Joker kommen, dann halt als Joker ein sehr gutes Spiel zu zeigen, um uns für das El Clasico in die Startelf reinzuspielen. Ich kann euch sagen, Barca hat keine Punkte liegen lassen vorm El Clasico. Kann euch auch sagen, dass wir ja in der Bayer Arena auswärts gegen Leverkusen nur Joker sind. Romelu Lukaku geht und wir kommen aufs Feld und es steht noch 0:0. Es ist die 57. Spielminute, die aktuell läuft und ja klar, wir haben ein Ziel. Uns weiter hier wieder einfinden in die Mannschaft, Spielpraxis sammeln und vielleicht ja heute den entscheidenden Schritt zu machen, um dann in der nächsten Folge zum Start gegen Barca endlich wieder in der Startformation zu stehen. Leverkusen, die wurden Gruppenzweiter hinter Liverpool und haben hier die Riesenchance auf die Führung. Frimpong scheitert allerdings an unserem starken Torhüter. Leverkusen hier in den ersten Minuten, wo wir auf dem Feld sind, auf jeden Fall die spielbestimmende Mannschaft. Das sieht nicht gut aus, überhaupt nicht gut. Ja, mal gucken, ob es sich hier nochmal ändert. Openda bringen sie jetzt an der Bank. Stimmt, Leverkusen war ja im letzten Jahr, wo wir noch bei den Bayern waren, schon eine ziemlich, ziemlich gute Truppe. Mit Florian Wirtz als Kapitän hier unterwegs. Und ein Frimpong, der uns hier ja große Probleme bereitet. Genauso wie ein Memphis Depay. Genauso wie ein Lautaro Martinez, der jetzt hier auch noch am Start ist oder was. Und ein Grimaldo, der hier mehrfach es probiert mit dem Torschuss. Also ich habe bis jetzt hier nur Leverkusen spielen sehen. Jetzt vielleicht mal die Gelegenheit von uns vorne irgendwas zu kreieren. Der Steckpass auf Xavi funktioniert leider nicht. Jetzt kommt er an, Fede Valverde. Der legt ihn ab, Ceballos direkt in den Block. Aber immer noch ist der Ball in unseren Reihen. Ja, das ist natürlich auch ein Verzweiflungsversuch, da so durchzukommen. Oh, ist das ein Fehler, dass er ihn da so durch die Beine rutschen lässt? Nee, ist es nicht. Leverkusen ist zu gut. Wir werden hier gegen Leverkusen ausscheiden. Bin ich mir ziemlich sicher, Stand jetzt. Oh, bei solchen Pässen, was willst du da großartig noch sagen? Ja,
dass sie gnädig sind und das zum Glück katastrophal ausspielen. Das ist hier der einzige Grund, warum es unentschieden steht. Jetzt vielleicht nochmal Kammerwinger, den steckt er durch. Bitte, bitte. Ja, der ist so wichtig. Vasco Feliciano ist zurück. Was ein wichtiger Treffer zum Ende dieser Folge. Nicht nur für uns, auch für den Verein, auch für unser Team. Denn ein Auswärtssieg hier in Leverkusen, auch wenn die Auswärtstorregel keinen Bestand mehr hat, ist enorm viel wert. Enorm viel. Und da bleiben wir cool. Ich hatte so Angst vor diesem Abschluss. Lassen, ich glaube, Lafont ist im Tor der Werkself, aber keine Chance. In unserem 5. Spiel nach der Verletzung, also endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Mann, hat das gedauert, aber ja, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es, noch ein Wechsel, 90. Minute, klar, das Ergebnis soll jetzt gehalten werden. Kommt Jungs, lasst uns das mit nach Hause nehmen, das fühlt sich gerade so unfassbar gut an. Mit diesem Gefühl bin ich auch absolut ready, dann in der neuen Folge in 3 Tagen, ja, ins El Clasico reinzustarten, vielleicht auch als Startelfspieler. Aber hier heute haben wir ein ganz, ganz wichtiges Tor für uns persönlich, aber wie gesagt auch für die Mannschaft erzielt. Denn Leverkusen war die bessere Mannschaft, zumindest alles, was ich gesehen habe. Und dennoch gewinnen wir hier auswärts in Deutschland und können im Rückspiel, was wohl auch in der nächsten Folge dann stattfinden wird, ja, und schon mit einem Unentschieden ins Viertelfinale einziehen. Und das ist natürlich ja eine erhebliche Erleichterung. Man of the Match und dazu ein Riesenschritt Richtung Startformation. Dieses eine Tor bringt uns zurück, wo wir hingehören. Ah, das fühlt sich gut an. Ja, wie gesagt, super kurze Folge, tut mir ein bisschen leid, aber ich bin grundsätzlich der Meinung, dass ich da die richtige Entscheidung treffe, indem ich sage, ich finde es ein bisschen uncool, wenn wir ja Folge 37 war es, glaube ich, gegen Barca spielen. Ne, 38 war es und Folge 39 gegen Barca spielen. Deshalb teilen wir das so auf. Hier heute eine etwas kürzere Folge. Aber dafür wird die nächste umso bombastischer. Und da gucken wir jetzt auch schon mal rauf. Barca steht dann also zum Beginn an. Dann folgt das Rückspiel gegen Real Sociedad. Zweimal Liga und dann das Rückspiel gegen die Werkself in der Champions League. Ich denke mal, das werden wir dann auch so machen, die 5 Spiele. Dann haben wir hier Mallorca für die Folge da drauf. Ich denke eine Länderspielpause und dann wird ja hier irgendwie so das Viertelfinale-Hinspiel sein, sofern wir das erreichen. Aber nach dem Auswärtssieg bin ich da wieder deutlich, deutlich optimistischer. Oh, und Barca hat tatsächlich das Spiel jetzt hier vorm El Clasico verloren. 1-2 Niederlage, das Ganze auswärts gegen Inter Mailand. Also die kommen nicht mit der allerbesten Form in das El Clasico und dass wir also dann in der nächsten Folge reingehen werden. Sieg im Turnierspiel, nimm das Lob an, lobe den Teamgeist, bleib gelassen. Ich würde sagen, wir bleiben mal gelassen, weil wir müssen wirklich Schritt für Schritt aktuell machen. Es klingt dumm, aber das ist halt wirklich, ja, ich hatte in den Spielen zuvor echt teilweise das Gefühl, dass wir weit, weit von unseren Bestleistungen entfernt sind. Das war jetzt ein toller, ein wichtiger Schritt, der uns, ja, einfach wieder näher herangebracht hat. Und in der nächsten Folge ist näher ranbringen genau das richtige Stichwort, denn mit einem Sieg gegen Barcelona im Camp Nou, nach dieser bitteren und deutlichen Niederlage, ich glaube, es war ein 4-2 im Hinspiel im eigenen Stadion gegen Barca, könnten wir, ja, bis auf am Ende 5 Punkte ranziehen. Das wäre natürlich super, damit wären sie immer noch 5 Punkte entfernt, aber es gäbe eine reale Chance, Barca noch in den letzten dann verbleibenden 12 Spielen zu überholen. Bei einer Niederlage muss man sagen, dann kann man wahrscheinlich die Meisterschaft abhaken, dann kann man sich auf die anderen Wettbewerbe konzentrieren. Beim Unentschieden, ja, dann wird es auch eng, aber ja, ist glaube ich klar, dass wir das Spiel gewinnen müssten, um dann wirklich noch eine Chance zu haben. Hier auch mal der Blick auf den Rest der Tabelle, haben ja heute gegen 2 absolute Kellerkinder gespielt, Saragossa und Vallecano, noch dazu Getafe, die jetzt auch nicht so weit oben mit dabei stehen, also heute war es nicht die anspruchsvollste Aufgabe, aber wir haben sie alle gemeistert, das muss man ja auch sagen. Im anderen Hinspiel des Halbfinals im spanischen Pokal ist es übrigens 2-0 für Athletic Bilbao
Bilbao ausgegangen, also kann gut sein, dass wir gegen die Basken dann auch im Finale ran müssen, sofern wir das erreichen. Ist ja auch noch nicht gesagt, ne? Ist ja auch da noch sehr, sehr spannend. Somit war es das jetzt aber von dieser etwas kürzeren Folge. Wie gesagt, ist für mich einfach die richtige Entscheidung. Die nächste gibt es dann erst in 3 Tagen, dafür gibt es morgen aber ein sehr, sehr geiles Video und zwar den Start in die Liverpool-Karriere. Da freue ich mich schon richtig drauf, da werden wir im Winter zum realen Zeitpunkt reingehen, also das wird auf jeden Fall cool. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie gesagt, kostenloses Abo da lassen, einen Daumen nach oben, wenn ihr das hier weiter supporten wollt, Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung. In 3 Tagen, also Spielerkarriere, in 2 Tagen HSV-Karriere, morgen um 14 Uhr die neue Karriere mit Liverpool, schaltet da alle um 14 Uhr ein, dann sehen wir uns dort wieder. Bis dahin, macht es gut und ciao.